Magnets? Egal, wer da ist, die Ich grüße von hier aus die 25.000 Patrioten, die heute in Dresden stehen. Und die Patrioten in Leipzig, in München, in Kassel, in Hannover und in Duisburg. Die Leute, vor 26 Jahren gab es auf deutschem Boden keine Atomwaffen. Es gab in diesem Land soziale Sicherheit. Aber wir waren unfrei. Und vor 26 Jahren gab es Menschen wie den Steffen Buchheld, wie den Pfarrer, Dr. Theo Lehmann, die dagegen aufgestanden sind. Und vor 26 Jahren gab es einen Kilometer von hier auf dem Kastberg ein Haus, was früher die Gestapo genutzt hat als Verhörzentrale und was zu DDR-Zeiten das Staatssicherheitsuntersuchungsgefängnis war. Und vor 26 Jahren saß in diesem Untersuchungsgefängnis ein junger Mann, viele Wochen in dunkler Arrest, in einer Stehzelle, Nahrungsentzug, er wurde gefoltert. Und am 15. Oktober ist er entlassen worden. Und am gleichen Tag stand er in einer sächsischen Kleinstadt vor etwa 3000 Leuten, die sich das erste Mal in ihrem Leben frei versammelt hatten. Und um die Spuren der Folter etwas zu verbüschen, hat er einen Hut auf dem Kopf. Und er forderte dort vor den 3000 Leuten den Rücktritt der Regierung vor 26 Jahren. Und heute steht dieser Mann vor euch und fordert den Rücktritt der Regierung. Die DDR war nicht schön, da wurden Christen verfolgt, da wurde die DDR, war ein Christ der freier als in Deutschland, in diesem Land. In den letzten Jahren ist alles abgebaut worden, was der kleine Mensch braucht, die soziale Sicherheit, es gibt keine Eigenheitsförderung mehr, es gibt Hartz IV. In diesem reichen Land müssen Leute mit 400 Euro im Monat leben. Alles diese Dinge hat eine Frau Merkel. Und wenn ich daran denke, wer diese Frau Merkel ist, eine FDJ-Sekretärin und der Chef dieses Staates ist ein Pfarrer, der mit der Staatssicherheit zusammengearbeitet hat. Und der Polizeipräsident von Leipzig ist jemand, vor dem ich früher weggelaufen bin und jetzt wieder weglaufen muss. Ich will die DDR nicht zurück. Aber was Menschen wie wir, wie der Steffen Buchheld, Helmut Lutz Wachmann, Herr Markus Jönke und meine Wenigkeit zur Zeit durchmachen, dass die DDR einen Scheiß gekriegt. In der DDR habe ich meine Feinde gekannt. Heute kenne ich sie nicht. Die ganz Braunen jagen mich, die ganz Roten jagen mich und der Staat jagt mich. Nur weil ich Deutscher in Deutschland sein will. Frieden und soziale Sicherheit fordere und eins, Demokratie. Aber ich bin noch enttäuscht. Zu DDR-Zeiten, als es um die Demokratie ging, hätten 30.000 hier gestanden. Leute, es ist uns weggenommen worden. Wir haben wieder eine Diktatur einer Partei oder zwei Parteien. Wir haben keine Demokratie mehr. Es bestimmt über uns Leute, es bestimmt über uns das Geld. Und ihr müsst wirklich eure Arbeitskollegen, eure Hausgemeinschaften auffordern, bringt die Leute mit hierher. Wir sind ja nicht böse. Wir wollen doch eigentlich nur, dass es uns allen gut geht. Wir sind ein Volk. Wenn ich die Forderung wiederhole. Merkel muss weg! 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 Leute, was uns erwartet, das ist doch was, worüber gar keiner redet.
Bis Ende des Jahres werden nach Deutschland 1,3 Millionen Menschen gekommen sein. Davon werden 500.000 als Kriegsflüchtlinge anerkannt. Über Dublin redet niemand. Vielleicht 50.000 dürften eigentlich hier sein, 500.000 werden hier gelassen. Und die dürfen dann in Familienurlaub dazu machen. Faktor 6, nächstes Jahr kann man mit 3 Millionen zusätzlichen Moslems rechnen. Was Moslem sein heißt, das sehen wir auf den Straßen. Diese Vollverschleierung, wenn wir die Frau Merkel angucken, ist das vielleicht nicht ganz verkehrt. Von der weiblichen Frauen, der Berliner Imam, hat die Sexpflicht der Frauen als gut hingestellt. Ja gut, wenn ich unsere Gesellschaft sehe, diese Gleichmacherei, ob man jetzt bei uns dann auch noch die Sexpflicht für Männer, kann auch anstrengend sein. Aber Leute, wir wissen überhaupt nicht, was uns erwartet. Und wenn ich dann sehe, dass das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik die Bundeswehr direkt über Atomraketen verfügt. Atomraketen, die an Jagdfliegern hängen und eine Rakete hat einen Sprengstoff drauf, der die 80-fache Sprengkraft bei Hiroshima-Bombe hat. Und die Kriegsgefahr, die ist nicht gebannt. Das sind alles Lippenbekenntnisse, die da laufen, wenn es um den russischen Einsatz in Syrien geht. Leute, wir müssen denen in Berlin klar machen, wer hier das Sagen hat. Und wer hat das Sagen in diesem Land? Wer sind wir? Wir sind das? Wir sind das Volk! Ja, dann macht das auf euren Nachbarn klar, euren Arbeitskollegen. Hier nächste Woche, 2000, ist die Hausaufgabe. Und jetzt mit nach Hause und erzählt jeden. Ich fordere den Rücktritt der Regierung und Neuwahlen. In dem Sinne, der Mann ist immer gut. Vielen Dank, Mann mit dem Hut. Auch klar, oder? Ja. Bitte mal.